Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Wir haben Samstagmorgen und heute habe ich mir einfach mal vorgenommen, ein Video zu machen, wie reize ich den Ketron SD90 wirklich bis zum Ende aus. Ja, und mir kann ich nur dazu sagen, es ist noch nie passiert, dass er jetzt irgendwie abgestürzt ist dabei. Ich habe ihn schon zum Absturz gebracht. Ich weiß auch, wann es oder wie ich ihn dazu bekomme. Das sind aber auch keine normalen Vorgänge. Und deswegen will ich heute mal zeigen, wie spielt man überhaupt mit dem Ketron? Wie sieht das Ganze live aus? Ohne viel Theorie, ganz einfach in der Praxis. So, und deswegen habe ich euch die Kamera möglichst so eingestellt in diesem kleinen Raum, den ich hier zur Verfügung habe. Ich habe jetzt auch keine super Weitwinkelkamera, sodass ihr wenigstens den Monitor oben sehen könnt. Was ich jetzt zuerst mache, ich lasse jetzt ein Video abspielen auf dem Monitor. Dafür habe ich ein sogenanntes Background-Video erstellt, ohne Ton. Das Video hat keinen Ton, das könnte aber Ton haben. Das würde uns aber nichts bringen. Ich will nicht das Video vom Ton haben, sondern das Video von meinem Spiel gleich. Und lasse jetzt als erstes mal das Video laufen. Das läuft jetzt oben im Hintergrund und übrigens direkt, müsst ihr mir jetzt glauben, vom USB-Stick, noch nicht mal vom internen Speicher. Der USB-Stick blinkt also die ganze Zeit, weil er am Laden und am Laden ist. Ja, dann schalte ich um in den Style-Modus, suche mir einen Style aus, sage Intro 3 und fange einfach an zu spielen. Und was dann parallel alles passiert, versuche ich halt jetzt mit Sprechen zwischendurch schon ein bisschen zu erklären. So, Style läuft. Als erstes suche ich mir eine Voice aus den vier OTS. Video läuft weiter schön im Hintergrund. So, und jetzt wechsle ich mal in den Jukebox-Modus. Das ist nichts anderes als mein MPX 16, den ich hier rechts habe, im Ketron eingebaut, wo ich dann auch mal zwischendurch einen Effekt laufen lassen kann, zum Beispiel einen Applaus. Ich möchte mal wieder die Voice ändern. So, jetzt möchte ich keine OTS haben, sondern eine ganz normale Voice.
jetzt gibt es noch eine Voice List, die kann ich auch mal zwischendurch einschalten und mir deren Instrument rausholen. Video läuft schön weiter. Ja, hier unten diese vier Instrumente sind übrigens Instrumente aus dem Style, die ich zwischendurch auch noch ein- und ausschalten könnte. Ja, nächsten Style suche ich mir aus, gehe wieder in eine Kategorie. Diesmal nehmen wir mal den Pop-Bereich, ein bisschen Funk. Video läuft weiter. Gehen wir mal in den Latin-Bereich, ein bisschen Samba Classic habe ich da gerade gesehen. Das Video ist zu Ende und ich finde es auch sehr gut, das wechselt jetzt einfach zu meinem Logo hin. Hätte ich das also auf der Bühne irgendwo im Hintergrund, hätte ich da nie ein schwarzes Bild oder so, sondern zumindest bis zum nächsten Videostart mein Logo. We'll be right back.
Ja, und jetzt würde ich das nächste Video starten. Ich habe im Moment aber nur eins. Und dann könnte man so weiterspielen. Ja, also ich habe jetzt die Zoopbox benutzt, ich habe verschiedene Voices ausgewählt, ich habe die Styles gewechselt, habe weiterhin meine Styles gesteuert, alles diesmal live, ohne irgendwelche Kontrollsachen. Das Ganze hätte ich auch mit Registrierungen machen können. Und währenddessen ist noch ein Video vom USB-Stick, ich brauche also keinen Speicher auf dem Catron zu belegen, abgespielt worden. Ja, so spielt man mit dem Catron ohne Technik, sage ich jetzt mal, live. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich denke, dazu wird es demnächst auch noch einen Livestream geben. Wieder mit dem Prinzip Blick über die Schulter werde ich einfach mal ein bisschen klimpern und Spaß haben mit dem Catron und euch zeigen, ja, so läuft das Ding ohne irgendwelche Steuerung ab. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.